Nach einem etwas kürzeren Part meldet sich der Cliff wieder zurück und ich glaube, mir ist so eine Idee gekommen, wir müssen auf jeden Fall die Honigwabe holen und der Bär wird uns dann irgendwas sagen. Noch zusätzlich. Der gibt uns irgendwas und er sagt uns irgendwas. Wenn ich mich nicht ganz täusche, oder er gibt uns nichts mehr. Und ich glaube, hier. Ui, was haben wir da? Haben wir nicht schon mal? Und ich glaube hier irgendwo. Oh, das gefällt mir sehr. Ich da gerade sehe, meine Augen erblicken da was Tolles. Es sieht mir aus, als ob wir das so machen können. So, Bobby, der müsste dann da lang kommen. Oh, da müsste man den ja verschieben. Ja. Schade. Nur 50 Rubine. Sehr schön. Kann man den hier verschieben? Nein, kann man nicht. Wenn wir jetzt dann wieder zurücklatschen. Okay, also man muss auf jeden Fall die hohen. Denke ich mal, dass man. Ach komm, nerv doch nicht rum. Ich hasse das mit den Steinen. Ich weiß es selber, dass man die nicht so kaputt machen kann. So, jetzt holen wir uns mal schnell die Greifenfeder. Und da ist er. Hi Cliff, ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du ihn mir? Mal kurz? Naja. Jetzt kloppt er da mit dem Stock extrem gegen. Die Bienen, die eigentlich aussehen wie Fliegen, kommen raus, verfolgen ihn. Und wir freuen uns einen Ast ab. Denn wir können jetzt die statt eines Stock einmal Bienen machen. Naja, wir freuen uns jetzt einen Ast ab, denn wir haben jetzt die Bienen warm. Und damit können wir dem Bär die geben und der freut sich dann. Na, ja, die nehme ich gern an. Lass mich deine Wunden heilen, entspanne dich und schließe die Augen. Ja, 611, uns fehlen noch knapp über 300 Rubine. Am liebsten, ich könnte natürlich jetzt. Ui. Den Felsbrocken kann man auch irgendwie wegspringen. Mal gucken, was das mir bringt. Bup. Aha. Eine Abkürzung. Ach, nur eine Abkürzung. Na gut. Da waren wir nämlich schon mal. Egal. Jetzt geht's erstmal zurück ins Dorf. Wir holen uns nochmal natürlich das Zauberpulver. Irgendwo gibt es auch noch einen, der einen mehr Bomben tragen lässt. Von diesen komischen, ganz fiesen Typen. Falls ihr euch noch erinnern könnt, im Zauberwald damals. So, war hier der Bär drin? Ich glaube ja. Ah, eine Ananas. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genauso eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Ja. Du hast die Honigfarbe gegen Ananas getauscht, die ist aber, dachte ich. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfs und versperrt den Weg in die Dorfswüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist schon die Lösung. Hehe. Und schon nur deswegen, das habe ich auch vorher schon gewusst. Aber leider muss man erst mit dem Bären reden, damit man die gute Marin herholen kann. Und das werde ich jetzt auch tun. Wir brauchen. Ich glaube, wir kriegen dann. Ist das nicht das, wo man so eine wunderschöne Cutscene kriegt? Eine Cutscene nicht direkt, aber jedenfalls so ein richtig wunderbaren Augenblick. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich werde mal kurz das ausprobieren. Ja, ich müsste mal. Das wollte ich gerade machen. Also manchmal ist es wirklich ziemlich blöd mit den Waffen, was man hier so macht. So, Wunderkran einspielt 10 Rubine. Achso, dann muss ich dann mal hingehen. Einspielt 10 Rubine. Zock. Mit den Armen. Ja. Probieren wir es mal aus.
Schade. Jetzt habe ich das Schild geholt. Ne, ich habe nichts geholt. Okay, ist in Ordnung. Lassen wir das. Ach so, ich wollte ja gucken, die war doch hier oben. Dachte ich. Jetzt ist sie nämlich weg, genau. Aber er war vorher noch nicht da. Marin, sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen, genau da wollte ich hin. Ananas, jetzt überlege ich aber gar noch die Ananas, wo man die eintauschen musste. Haben wir die Person schon kennengelernt? Ich glaube nicht. Will ich aber jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer verlegen. Ananas, Ananas, Ananas. Was der? Nee, der hat ja. Der wollte ja Hundefutter haben, der gute hier. So, Marin ist nicht hier, die ist ein weiter, oder ist sie? Nein. Noch ein weiter, die ist mich hier. Weh. Ist der Affe weg? Ist ja auch lustig. Hier unten, da ist er. Oh, Cliff, schön, dass du hier mich ja besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Okay. Das ist jetzt einfach wunderschön. Lass es nur auf euch wirken. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Darin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Cliff, ich war ganz außer mir. Ich hielt dich für ein Zeichen der Götter. Wenn ich eine Möwe wäre, ich würde noch weit draußen fliegen und überall für die Menschen singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Traum, diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo, Cliff, hörst du mir überhaupt zu? Cliff, ich will alles über dich wissen. Was du denkst, was du fühlst, was du liebst. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Okay, dann lass uns losgehen. Ja, Marin kommt mit. Das ist die Gelegenheit. Das ist natürlich der Knaller. Und kommen wir da eigentlich zum Walross? Na, ist egal. Ich werde jedenfalls hier diesen lustigen Weg gehen, den wir schon kennen. Das war natürlich eben ziemlich cool, dass er auch Marin wie eine Waffe hochgehalten hat. Im weitesten Sinne ist ja eine Waffe. Eine Waffe im Kampf gegen das Walross. Dass wir gleich aufwecken, nee, aufzuwecken versuchen? Nee, doch, ach egal. Jedenfalls, wir wollen es aufwecken, damit es uns nicht mehr den Weg versperrt und da wird Marin uns eine große Hilfe sein. Und unser, oh, super scheiß Struppi, böser Struppi, böser, böser Struppi. Ja, gut, weiter geht's. Und mir fällt gerade nur ein, damals mit Semni, als wir eingeschult wurden, also nicht ein, da waren wir schon so, ist schon ein bisschen, ist nicht ganz so lange her, als wir eingeschult wurden, danach. Als der Game Boy Advance rauskam, so, da haben wir uns ein Spiel geholt. Ich finde immer noch eins der besten Spiele für den Game Boy Advance. Du, das ist die Marin. Also eins der besten, entschuldigt, Spiel für den Game Boy Advance, Monster Force. Es ist wirklich ein super Spiel. Ich habe es leider nie durchgespielt, denn das ist also das Walross. Sollen wir es ein wenig erschrecken? Ja. Also ich habe es nie durchgespielt, denn es gibt da eine Stelle mit einem chinesischen Drachen. Ich glaube, es war der Boss im sechsten Level. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn nie besiegen können. Semni ging es ähnlich. Wir sind beide mit allen Figuren nur bis dahin gekommen, bis zu dieser einen Stelle. Haha, der hat sich jetzt aber erschrocken. Hi. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen? Oh, diese Konigel. Also ein Haas verträgt öfter mal einen Spaß. Okay, dann gehe ich jetzt mit ins Zoodorf. Kommt doch später noch, Cliff. Noch oder nach? Habe ich gerade vergessen. Also, oh, hier, das könnte. Gibt's hier nicht auch ein Herzteil? Bisschen Schiss habe ich hier. Ihr könnt doch irgendwie. Ah. Ach, Bobbys. Die kann man so besiegen.
zack, 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 zack. Die machen mir damit auch mal Schaden, die Glatten. Mal hier hoch. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Och, nervt doch einfach nicht rum. Ah, da ist eine Eule. Die Taxis, würde ich sagen, die Kakteen machen mir auch Schaden, glaube ich. Ah, hier müssen wir rauskommen, wenn wir... Ja, hier fallen wir wieder runter irgendwann. Ich guck mal, was der Eulerich zu uns zu sagen hat. Und erstmal gucken wir mal, wo es hier lang geht. Der konnte uns mit dem Kopf keinen Schaden machen. Wirklich nur mit dem untersten Schaden? Es könnte nämlich sein, dass es hier noch eine Zaubermuschel gibt und die will ich ungern missen. Du hast eine Zaubermuschel, ja, die sind manchmal ziemlich offensichtlich. Also das Schwert will ich auf jeden Fall noch haben. Wenn ich Endtage und so habe, kann ich glaube ich alle haben. Ich bin mir auch nicht mehr sicher wann. Aber ich werde mich irgendwann in irgendeinem Park auf die Suche nach den restlichen machen. Das könnte dann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Schlaf ist gegen das Ende, bla böse, leck mich am Arsch. Oh, schuldigt. Welcher Trottel läuft auf dem Sand herum? Da ist er. Wenn man hier nämlich runter... Ah, da bräuchte ich am besten mal das Ding. Ah, der Wurm nervt. Der Wurm nervt einfach nur. Wo kommt der jetzt raus? Da oben. Ich weiß nicht, wie viel ich ihm abziehen kann. Wie ich ihn überhaupt... Er leuchtet schon mal rot, das heißt, er kriegt Schaden. So, damit ist er besiegt. Jetzt fällt da der Schlüssel runter. Glaube ich. Oder wir mit dem Schlüssel? Mit dem Wunderschlüssel öffnet sich das Tor zum Wandertunnel und ich fall doch runter. Gut. Hätte man das auch geklärt, dann komme ich jetzt da wieder raus. Da ist ein Würmchen drin. Der soll mich mal in Ruhe lassen. Ich gucke noch mal kurz auf die Uhr. Ja, es ist schon fast Zeit. Ich will aber noch mal probieren, ins Level zu kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es lang geht. Müsste vielleicht hier unten sogar sein. Oh. Lasst mich bloß in Ruhe. Da ist die Eule. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Ah, ich glaube, da kriegt man die coolen Flossen. Was war in den Bergen? Guck ich nochmal kurz hoch. Nee, okay, es gibt keinen weiteren Gang. Wir waren ja überall. Wasserfall in den Bergen. Werden wir jetzt einfach mal kurz weiter düsen. Ich will da noch unbedingt hin, damit ich das beim nächsten Mal, weil ich finde, damit ich überhaupt weiß, wo ich lang muss. So. Also ich werde in diesem Part auf jeden Fall noch bis zum Level gehen. Hier tanzen die alle ab. Wo kommt auf einmal der lustige kleine Teddy her? Und ja, und der lasst mich mal durch, der komische Rabe noch. Uli, wo hast du dein Telefon? Ich glaube. Also Wasserfall in den Bergen. In den Bergen ist für mich... Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach. Oh, ist Bergen. Ich meine noch nicht hier oben. Ist ja gerade... So, erstmal so eine Telefonbox. Damit ihr mir sagt, wo ich hin muss. Da haben wir eine. Darf ich mal bitte durch? Gut. Ja, Uria, meine Großmutter hat mir von den Wasserfällen auf der Talerhöhung erzählt. Hinter einer steckt. Hilft das, klingt gut. Talerhöhung, war ich da nicht schon mal? Falsch. So, Talerhöhung. Hier kommen wir natürlich nicht lang, weil ich da noch nicht war, aber hier. Schloss, das komische Schloss, Schlosskanalie. Urunga-Steppe, Urunga-Steppe. Was haben wir hier? Maskentempel. Oh. Ich will unbedingt wissen, wo die Taltalerhöhung ist. Das hier. Ah, hier geht's lang. Gut. Alles klar, dann werden wir auch in die Richtung mal laufen. Ich bin mir immer noch unsicher, wofür man die Ananas braucht. So, das war weh.
Der Part könnte etwas länger werden, vielleicht sogar an die 20 Minuten, weil ich nicht mehr genau weiß, wie ich zum Level komme. Aber ich denke mal, das würde ich auch nicht so stören. Ist ja nicht schlimm. So. Tarin könnte auch irgendwo da unten drin sein. Ananas, Ananas, wie werde ich die Ananas los? Also das finde ich ist ziemlich cool gemacht, immer dass man sowas tauschen muss. Das gibt es ja auch in den Oracle of Seasons auf jeden Fall. Ages weiß ich nicht, glaube ich aber mal schon. Die alten Zelda habe ich noch nie gespielt, genauso wenig wie die 3D Zeldas. Lasst mich raten, lasst mich raten. Hier drin kann man die anderen das eintauschen. Hallo, mein Name ist Dr. Wright. Ja, seit Wochen schreibe ich nur Liebesbriefe an Christine, aber ich habe heute keine Antwort bekommen. Ja, stimmt, man kriegt ja den... Ah, man kriegt einen... Nein, ihr haut schön ab. Man kriegt nämlich den Brief, wenn man ihr Blumen bringt. Wer könnte Blumen haben und eine Ananas wollen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind schon fast bei der Tata-Erhöhung. Und, ja... Da unten, der nervt mich, der Kleine. Du hörst mal schön ab. Ich glaube, später kann er das Ding nicht fressen. Kommt man hier eigentlich durch? Kann ich die zerstören? Nee, so nicht. Mit Zauberpulver vielleicht. Oder Bomben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, doch, mit Zauberpulver. Hm. Nee, doch nicht. Talteilerhöhung, Talteilerhöhung. Ist ja auch egal. Ich weiß nicht, wie man die Dinger mal zerstören konnte, denn. Ist ja auch unwichtig. Ist ja jetzt auch unwichtig. Da müssen wir ja nicht mehr hin. Wir müssen ja hier irgendwo hin. Tamarwerk. Okay, wir sind schon mal, ich glaube, wir sind falsch gegangen. Das da könnte mir noch mal was sagen. Hier sind die Talteilerhöhen. Rechte Hand der Fotoladen. Da will ich noch mal hin. Ich will mal gucken, was er mir eigentlich sagt. Ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Ja. Stelle dich auf den Teppich und lächle. Gucken wir mal. Was macht er jetzt? Denn es ist ein wahrer Held. Bitte lächeln. Wie heißt du, mein Junge? Cliff? Super, hier ist dein Album, Cliff. Schau hinein, bevor du gehst. Mal sehen, ob das Album voll wird. Ja, da kann man nämlich... Schöne Fotos und die Abenteuer des Cliff. Ich will da mal reingucken. Möchtest du ins Album schauen? Ja. Aha. Drucken können wir es leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, die anderen, wie man die alle bekam. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die Bilder sind ziemlich nice. Ah, hier haben wir unsere Freunde, die... Ach, die scheiß Eulen. Eulen, sage ich schon. Ja, ich bin mir unsicher, wie man das Level kommt. Wo sind wir hier? Ach, hier sind wir. Hm, ich denke mal... Hallo, ich heile mich. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dich sicher anmachen wird. Das hat sie mit... Ja, klar. So, eine gute Wahl hier. Hm. Das sind wir für 42 Münzen. Also werden wir einmal wiederbelebt und unsere Herzen werden instant aufgefüllt. Es nervt einfach nur. Oh, es nervt mich. Es nervt mich so. Wenn man hier so einen komischen Irrgarten hat, wenn man gerade den Part eigentlich beenden will, aber es nicht machen kann, weil... Hilfe. Ach nee, jetzt sind die ganzen Geister. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich glaube mal nicht. Alter, genau. Müssen wir nämlich gar nicht lang. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Müssen nämlich dahin, wo der Fotoladen ist. Das heißt, hier wieder lang und uns von den Geiern. Geiern, schöner Geier gesagt. Von den Raben natürlich müssen wir uns treffen lassen. So haben wir wieder ein Herz mehr. Sind hier nicht, ja, hier sind die Talteilhöhlen, rechts der Fotoladen, das wissen wir. Hier sind die Talteilhöhlen. Und müssen wir auf jeden Fall mal wieder weitersuchen und diesen Part unnötig in die Länge ziehen, aber wir hatten ja auch schon, natürlich,
Wir hatten aber auch schon ein Part, also wir hatten ja schon ein Part, der etwas kürzer war. Hier müsste es zum Windfisch gehen. Dann, ja, hier gibt es so den komischen Fisch, glaube ich. Der Part geht nur schon 20 Minuten und wir freuen uns immer noch. Ziel lang. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, ich bin richtig. Verpiss dich. Ja, und ihr. Ach, es nervt, es nervt. Kommt, es nervt. Es nervt. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich müsste mich eigentlich irgendwie heilen. Ich will nicht schon nur den Trank verschwinden. Hier kann man nichts graben. Gott, das könnte jetzt mein Ende sein. Huhuhu. Das kann man schon mal. Boah. Freunde. Hört auf. Ein Herz. Ich bräuchte ein Herz. Jetzt bin ich ein wenig angespannt. Ja, der Teil der Macht bringt mir nichts, wenn ich gleich sterbe. Also ich sterbe ja nicht, das ist es ja. Aber mein schöner Trank ist dann weg und das ist auch ungut. Ui. Ich sehe schon, kommt. Nein, doch nicht. Eigentlich, da will ich mal durchrennen. Weil wir müssen ja irgendwie. Ach, es nervt. Komm, es reicht. Was könnte man hier noch machen? Man nimmt einfach hier das. Freut sich. Oh. Ich weiß nicht, ob man darüber kommt. Man kann auch einfach runterfallen. Okay. Hat sich das erledigt. Ach komm. Nerv doch nicht rum. So, haben wir den Trank verschwendet und dann geht's hier durch. Gucken wir mal hier lang. Okay, gehen wir nochmal zurück und. Es nervt. Ey, das. Ich kapier's doch. Das ist manchmal ein bisschen blöd an dem Spiel. Aber hier finden wir immerhin 50 Rubine. Und 42 wieder raus, die wir verloren haben. Durch die Unsinnigkeit. Ich weiß nicht, ob wir nach rüber kommen. Ist mir auch gerade ein bisschen egal. Ah, dass der. Der braucht die Ananas, oder? Ja. Ja, das ist ja der Vater, der gesagt hat, er weiß, dass er sich später ein wenig verirren wird. Hier ist schon mal noch eine Treppe. Das ist sehr gut. Und hier ist ein. Ja. Ach, brauche ich nicht. Jetzt sind wir jetzt immer unnötig Zeit weg. Und jetzt sind wir bei ihm. Tja, ich habe mich verlaufen, wie ich es vorher gesagt habe. Und jetzt bin ich so K.O., ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Ja. Diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Und dann gibst du mir, was auch immer du hast. Dicker, ich gebe dir dafür eine Blume und die bringen wir dann ins Zoodorf. Schön Hibiskus. Hier nicht. Hier kommen wir irgendwie, glaube ich, später mit dem Enterhaken lang. Aber das war, glaube ich, nur da für die Blume. Gut, denn Blume, dann kriegen wir da den Brief und dann irgendwann müssten wir da auch irgendwas Wertvolles bekommen, was uns weiterhilft. Und wir sind jetzt schon fast bei 5. Oh, hier kommen wir nicht lang. Haben wir den falschen Weg gewählt? Natürlich, natürlich. Hier geht's auch nicht lang. Wo ist denn dieser? Irgendwo muss doch. Ja, komm, komm. Jetzt ja durch. Ist ja cool. Oder wisst ihr was? Eigentlich, das ist zu weit. Das ist einer zu weit. Nee, hier kommt man nur mit dem Enterhaken ran. Gut, dann muss das eigentlich hier rechts irgendwo hingehen, oder? Wie komme ich jetzt hier raus? Anscheinend hier, ne? Genau. Dann das Ding wegschieben. No, und dann das Ding wegschieben. Nein, das nicht. Dann müssen wir oben lang. Das ist auch nicht weiter tragisch. Wieder schön das Arsenal wechseln und schnell hau ab da.
Waren wir eigentlich dort oben? Sind wir da schon lang gegangen? Ich denke mal nicht. Und wir haben 25 Minuten Part, da hätten wir tatsächlich schon fast zwei draus machen können. Etwas, was mir gar nichts bringt, da oben dürfte dann auch eine Zaubermuschel oder sowas sein. Müssen wir doch hier rechts lang. Darf ich hier mal lang? Was gibt's hier eigentlich? Hier gibt's nichts außer Weg nach unten. Echt, da hätte man zwei draus machen können. Wenn ich das gut schneiden könnte, dann würde ich das auch machen, aber ich nehme mal mit Fraps auf und da ist das nicht so leicht. Da ist der. Ich will einfach nur in das Level rein. Tatsächlich hätte ich mal doch zwei Parts draus gemacht. Aber macht ja nichts. Stört ja keinen, wenn das mal ein längerer Part ist. Hier geht's auch. Da müssen wir rein, oder? Nee, noch nicht. Da kommen wir später rein. Und hier, da. Zack. So, machen wir erstmal das Level auf. Ich will da noch rein, ich will unbedingt noch rein. Oh, hier haben wir noch so ein Ding zum Hinporten. Gucken wir mal, ich glaube, wir müssen da durch. Gucken wir nochmal hier runter, ob hier irgendwas ist. Nein, hier ist nichts. Ich freue mich schon auf die Flossen. Ich glaube, Zora-Flossen heißen die, oder? Naja, werde ich ja sehen. Hier geht's nicht lang. Da müssen wir irgendwo runterspringen, auf jeden Fall. Wo? Hier kommen auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich gucke gleich nochmal, ob ich das. Ach nee, ich stelle mich jetzt nochmal vor das Schlüsselloch, damit ich beim nächsten Mal Bescheid weiß und dann beende ich den Part einfach hier. Also Leute, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Part und da werde ich in dieses Level reingehen. Bis dahin.